In diesem Video zeige ich einen kurzen Hinweis zum OS X Update El Capitan, also Version 10.11. Hier geht es darum, dass im Safari Browser das QuickTime Plugin von Apple jetzt standardmäßig deaktiviert wurde. Und es gibt von der Oberfläche her aktuell auch keine Möglichkeit, das Plugin wieder zu aktivieren. Und das hat zur Folge, dass das Live-Video von unseren Upcams im Moment in dem Safari-Browser nicht wiedergegeben werden kann. In dem Video will ich jetzt zeigen, wie man zum einen im Safari-Browser das QuickTime-Plugin wieder aktivieren kann und zum zweiten zeige ich auch, wie man das Live-Video von der Upcam auch alternativ im VLC-Player wiedergeben kann. So, jetzt nochmal kurz zum Problem. Aktuell sieht es bei dem Update El Capitan so aus, dass wenn wir hier auf unsere Upcam-Oberfläche gehen, das einloggen, dann kommt einfach die Meldung fehlendes Plugin. Das kommt auf allen Webseiten, wo das QuickTime-Plugin eingebunden ist, da Apple das jetzt aus mir leider aktuell unbekannten Gründen deaktiviert hat. Mal nebenbei, wenn jemand weiß, warum das deaktiviert wurde oder was das für einen Sinn haben soll, dann wäre das super, wenn er das kurz in die Kommentare postet. Dann können wir uns den Hintergrund auch nochmal genauer anschauen und schauen, ob wir vielleicht generell auf ein anderes Plugin wechseln. So, jetzt aber lange Rede, kurzer Sinn. Wir gehen jetzt dazu über, das Plugin wieder zu reaktivieren. Wie gesagt, es geht nicht in der Oberfläche von dem Safari, zumindest aktuell nicht. Dafür müssen wir in das Terminal. Jeder, der das Terminal hier nicht, wie ich jetzt gerade im Dock hat, findet es im Finder unter Programme und darunter unter Dienstprogramme. Jetzt müssen wir hier ein paar Befehle eingeben. Es ist aber überhaupt kein Hexenwerk. Ich werde die Befehle auch nochmal unterhalb von dem Video in die Videobeschreibung posten. Dann kann jeder die Befehle einfach so copy and paste in seine Konsole bzw. hier in das Terminal einfügen. So, dafür gehen wir in das Verzeichnis Libraries Internet Plugins mit dem Befehl cd/library. Wir können also einfach L drücken und dann Tab, das vervollständigt das Ganze. Internet Plugins. Enter, jetzt sind wir da drin. Und schauen uns das Ganze mal an. Mit ls-l sehen wir den Verzeichnisinhalt. Normalerweise sollte das QuickTime-Plugin hier drin sein, ist es aber nicht. Und sehen jetzt hier einen Ordner Disabled Plugins. Wir gehen also in das Verzeichnis Disabled Plugins rein. Zeigen uns den Inhalt an. Und da ist es. Es ist also sozusagen disabled und kann vom Browser aktuell nicht genutzt werden. Wir tun dafür jetzt einfach diese beiden Dateien, die zusammengehören für das QuickTime-Plugin, in das übergeordnete Verzeichnis, also in das Plugin-Verzeichnis verschieben. Das machen wir einmal mit dem Move-Befehl, aber von daher, dass die zur Benutzergruppe bzw. zum Root gehören, müssen wir dafür den sudo-Befehl ausführen. Also sudo Leerzeichen mv QuickTime-Plugin. Um das jetzt in das übergeordnete Verzeichnis zu schieben, machen wir Leerzeichen ./. Nicht durcheinander kommen. Jetzt müssen wir das Administrator-Kennwort von dem Rechner eingeben. Und das Ganze wurde verschoben. Schauen mal, ist es raus? Ja, ist raus. Das Ganze noch für das andere, für die andere Datei. Und jetzt ist der Disabled Plugins Ordner leer. Wir gehen in den übergeordneten Ordner mal rein und schauen. Ist klar. Jetzt ist das QuickTime-Plugin wieder im normalen Ordner drin und
Damit können wir jetzt wieder den Safari starten. Wichtig ist, falls das noch nicht gemacht wurde, dass der Safari jetzt einmal komplett neu gestartet wird. Also mal angenommen, er wäre jetzt noch offen. Ich zeige das nochmal ganz kurz. Dann müsste man zuerst lange gedrückt halten und dann beenden auswählen. So, jetzt gehen wir auch direkt mal wieder auf die Upcam, um zu schauen, ob das Ganze schon gewirkt hat. Loggen uns ein. Da kommt schon mal das Logo. Das heißt, das Plugin wird geladen und da ist das Bild. Es funktioniert also hier bei diesem Beispiel auf Anhieb. Das hier ist jetzt ein MacBook Air Mitte 2009 und ich habe hier noch andere Mac-Geräte. Zum Beispiel einen Mac Mini von 2012, da habe ich das OS X El Capitan mal fresh komplett so installiert. Da funktioniert dieser Trick dann überhaupt nicht. Das heißt, meine Vermutung ist, wenn man das OS X El Capitan von der früheren Version her upgradet, dann funktioniert dieser Trick. Und wenn man das OS X El Capitan from scratch, also komplett neu installiert, dann funktioniert er nicht. Ich denke mal, es gibt verschiedene Dateien, wo das QuickTime-Plugin im Betriebssystem nochmal darauf zugreift, die dann bei der kompletten Neuinstallation nicht mehr da sind und bei dem normalen Update sind sie dann da. Das Ganze ist mir noch ein bisschen unklar. Ich kann hier nur sagen, was funktioniert und was nicht funktioniert. Wenn jemand weitergehende Infos hat oder Ideen hat oder Hintergründe kennt, wie gesagt, ich wäre super froh, wenn das jemand in die Kommentare schreiben kann, dass wir daran arbeiten können, das Ganze zu vereinheitlichen. Eventuell machen wir auch dann ein Update, wo ein ganz anderes Plugin verwendet wird. So, jetzt nochmal zu der Alternative, wie man die Upcam im VLC-Player öffnen kann. Dazu müssen wir einfach uns nur die IP-Adresse merken und öffnen uns den VLC-Player. Gehen hier auf Ablage, Netzwerk öffnen und geben hier ein RTSP Doppelpunkt Doppel Slash 192.168.2.4. Bin ich durcheinander gekommen? Ja, die Adresse war richtig. So, und schreiben dahinter Slash 11. Jetzt nicht auf den großen Button in der Mitte, sondern unten rechts auf Öffnen drücken und geben Benutzernamen und Passwort ein. Und so können wir das. Oh je, jetzt schalt nach. Und so können wir das Video auch im VLC-Player wiedergeben. So, das mit dem VLC-Player also nur als Hinweis, falls sich der Safari-Browser bei jemandem mit dem wiederhergestellten QuickTime-Plugin aufhängt. Ansonsten geht es mit diesem Workaround, also mit dem Kopieren von den Plugin-Dateien, wieder wie gehabt. Und wir arbeiten natürlich an Updates, dass wir auch alternative Plugins oder auch eventuell auch komplett Plugin-los im Browser wieder darstellen können, das Live-Video. Über Kommentare bzw. über Infos und falls jemand irgendwelche Hintergründe kennt, wären wir natürlich sehr dankbar und schreibt es einfach in die Kommentare. Also, bis zum nächsten. Weitere Videos findet ihr unter unserem YouTube-Kanal UpCam IP-Kamera.